Wenn man an Köln und die elektronische Musik denkt, muss man unbedingt auf Herbert Eimer zu sprechen kommen, der ganz maßgeblich an der Gründung des Studios für elektronische Musik beteiligt gewesen ist. Es gab nicht nur das elektronische Studio in Stockhausen, es gab den WDR, die prägende Anstalt für neue Musik. In Köln habe ich zunächst nur mit synthetischen Klängen gearbeitet. Ich habe die Klänge zusammengesetzt aus Sinusschwingen. Die elektronische Musik beruht auf der Erzeugung und Verarbeitung von Tönen. Electronic music can broaden your ideas of what you can do with sound. We got very strongly criticized for our monotony we created. But on the other hand, the monotony was the most important thing we had to achieve. Ken has a very big influence for the electronic music history in Cologne. If you accept that every technical change creates a new aesthetics, then it's okay. Ich habe immer versucht, ausgehend von Techno in alle möglichen Richtungen Grenzen zu überschreiten. Es gab in dieser Zeit so eine Aufbruchstimmung hier, wo sehr viel Interesse für ungewöhnliche Musik war. Techno war ja sehr heftig und dann auch manchmal so stolpernd und gar nicht so 100% gerade. Bassdrum, das Tanzen. Dunkel, stickig, heiß, Techno. The city itself is like a microchip. It's small, you have short ways to go, so it's a really connected structure. Avant-garde always refers to the future, but contemporary refers more to what's happening right now. And that's very interesting to me.